Für die Falafel brauchen wir 4 Esslöffel Paniermehl, 6 Esslöffel Mehl, 500 Gramm trockene Kichererbsen über Nacht eingelegt, 2 Eier, 2 große Zwiebeln oder 6 kleine, 4 Knoblauchzehen, ein wenig Backpulver, so circa einen Löffel, dann ein wenig von den Gewürzen, Kreuzkümmel, Koriander und Kardamom. Alles gemahlen, dann noch hinzu Salz und Pfeffer und noch ein wenig Petersilie und Rapsöl zum Frittieren. So, wenn ihr die gewünschte Konsistenz der Kichererbsen erreicht habt und ihr zufrieden seid damit, schneidet ihr grob die Zwiebeln klein und den Knoblauch und gibt es alles in den Mixer rein. Die Petersilie könnt ihr auch ruhig mit den Stielen zusammenschneiden. So, ihr gebt hinzu 6 Esslöffel Mehl, 4 Esslöffel Paniermehl, 2 Eigelb ohne dem Eiweiß und Backpulver, 1 Teelöffel. Jetzt geben wir Gewürze hinzu. Wir haben 4 Löffel Kreuzkümmel, wir haben 4 Teelöffel Koriander und 1 Löffel Kardamom gemahlen. Geben wir alles dazu und rühren anschließend die ganze Masse um. So, jetzt gibt ihr ganz normales Öl hinein, lässt es natürlich richtig heiß werden. In der Zeit formt ihr die Bällchen. Bitte nicht zu fest drücken oder pressen, die sollen noch innen drin schön luftig bleiben. Und ihr frittiert die schön, bis die ja, schön bräunlich sind, nicht zu dunkel frittieren. So, wenn die Falafel fertig sind, legt ihr das auf Krepppapier, damit die schön abtropfen können und könnt es dann später servieren mit Joghurt oder Hummus. Hummus zeige ich euch im nächsten Video.